weiß. Das ist, weil das Treibhaus die Wärme der Sonne speichert. Warum bin ich denn dann in diesem blöden Treibhaus? Für dich ist das gut, weil du so besser wachsen kannst. Ach so, lebst du auch in einem Treibhaus? Nein, aber so ähnlich funktioniert es bei uns auf der Erde auch. Wir haben einen natürlichen Treibhauseffekt, der dafür sorgt, dass die Erde erwärmt wird. Ja, aber wie funktioniert denn der Treibhauseffekt? Also, die Sonne schickt kurzwellige Strahlen auf die Erde. Die treffen dann auf den Erdboden. Dieser absorbiert einen Teil der Strahlen und dadurch wird der Erdboden dann erwärmt. Das klingt interessant. Kannst du mir noch mehr erzählen? Na klar, also ein Großteil der Strahlen wird jedoch zurückgeworfen. Denn die kurzwelligen Strahlen werden beim Auftreffen umgewandelt und dann als langwellige Strahlen reflektiert. Doch anders als bei den kurzwelligen Strahlen können die langwelligen Strahlen die Atmosphäre nicht einfach durchdringen. Und warum nicht? Das liegt an den Treibhausgasen wie zum Beispiel Kohlendioxid, Lachgas und Methan. Diese halten einen Teil der langwelligen Strahlen an der Erdoberfläche und so erwärmt sich die Erde bis zur unteren Atmosphäre. Und was ist, wenn wir keinen Treibhauseffekt hätten? Ohne den natürlichen Treibhauseffekt läge die globale Durchschnittstemperatur nicht bei plus 15 Grad Celsius, sondern bei minus 18 Grad Celsius. Und das Leben auf der Erde wäre nicht möglich. Das wäre ja wirklich viel zu kalt. Ja, das stimmt. Aber leider verursachen wir Menschen einen Anstieg vom Treibhauseffekt. Dadurch, dass wir zum Beispiel in der Industrie oder im Autoverkehr fossile Brennstoffe wie Kohle oder Erdöl verwenden. Denn diese produzieren immer größere Mengen an Treibhausgasen, die sich immer stärker in der Atmosphäre anreichern. Und was ist daran so schlimm? Also, dadurch wird die Atmosphäre immer dicker und es werden mehr Strahlen zurückgehalten. Und so wird die Erde stärker erwärmt. Folgen dieser sind zum Beispiel Wetterschwankungen und Naturkatastrophen. Oh nein, das ist ja schrecklich. Dagegen muss etwas getan werden.